Wofür? Ja, bla bla, das kennt man, ne? Wofür braucht man den Kommentar? Es ist zu einfach. Nö, kann man sich denken, dass dein Bossfight kommt. Was mache ich denn? Ich will das auf jeden Fall nicht sterben. Feuerball! Ach so, für kurz antippen werfe ich den. Okay. Jetzt kriegt der auf. Sack. Oh, der macht so üblen Schaden. Das ist nicht mehr feierlich. Kann immer noch feiern. Ah, so kann ich auch zielen, wo ich das werfe. Sehr gut. Haha. Mit Magie ist das doch toll, ne? Und Tschüssikowski. Das war's. Ne, was hast du denn da hingelegt? Ein Kopf. Oh. Oh, das war einer der drei Brüder. Habe ich recht? Oh oh. Unlocked Score Tier. 11 von 30. 800 Gold dazu bekommen. No. Wahrscheinlich habe ich mir auch noch ein zweites Dungeon versaut, weil ich den einen jetzt erst bekommen habe. Wahrscheinlich, weil das der zweite in der Reihe war, der rote, hätte ich sogar noch den blauen vorher kriegen sollen, wenn man das chronologisch sieht. So, dann geht's hier oben wieder raus. Nicht? Okay. Das wollte ich jetzt nicht. Wo bin ich denn? Ah. Na gut. Dann kloppen wir uns halt nochmal durch solche Viecher. Wenn's sein muss. Vielleicht finden wir hier unten ja doch noch irgendetwas. Ja, wir finden was. Schön. So, dann kommen wir hier runter. Und dann sind wir wieder hier. Okay. So. Folgen wir mal dem Weg. Wo müssen wir da denn dann hin? Was? Ach so, der zeigt immer nur eine bestimmte Strecke an. Wie sollen wir denn jetzt da durch? Ist doch geschlossen. Ist zu. ich hoffe, das Spiel zeigt mir jetzt nicht irgendeinen Fehler an oder hat einen Fehler gemacht, dadurch, dass ich diesen Quest gemacht habe. Aber eigentlich sollte das ja nicht der Fall sein. Und wenn doch, wäre das ziemlich bescheiden. Nee, Quark. Haha, hier geht's ja eigentlich weiter, ne? Nee, der will jetzt aber, dass ich den anderen Weg lang gehe. Hm, warum? Nö. Wir gehen hier lang, ne? Nee, das Spiel will's einfach nicht. Egal. Spätestens nach dieser Stelle. Na komm. Na kommt. Ja, warum müssen die Türen so schwer sein? Genau. Dort könnte man wieder wechseln. Aber wir bleiben jetzt mal bei Kadok. Ja. Man versteht eh nicht, was du sagst. Ja, heul, 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 heul. Ja, alles ist scheiße. Wie überall. Alles ist beschissen. So. Dort liegt noch einer, der uns eine Geschichte zu erzählen hat. Oder eine. Man weiß es ja nicht. Sprich mit mir, Geist. I was a street seer in the kingdom of Dyfed, telling fortunes for those who could pay. My business was good. But one night, I had a vision.
The tyrant of Kalamor, losing, desperate, made a pact with a dark power. I ran to the palace to warn the great king. When the tyrant and the demons now at his command attacked. Street Seer. Ich weiß jetzt nicht, was mit Seer gemeint ist, aber diese Frau sprach davon, dass sie irgendwelche Art von Vision hatte. Und einmal hatte sie die tolle Art von Vision gehabt, dass irgendwie der Tyrann von Kalamor sich mit Dämonen verbünden würde. Ja, mit bösen Dämonen. Ja, und das hat dieser anscheinend auch getan. Wir haben 7 Stück. Shock and burn your victims. Improves damage, improves efficiency. Close Arcane Sigil chains pain into trespassers. Nee. Machen wir da mal mit dem starken Zeug weiter, ne? So. Können wir das auch direkt mal verbessern. Wunderbar. So, dann gehen wir auf Kedok. Und dann können wir auch den Brimstone verbessern. So. 1, 2, 3, fertig. So, your brimstone explodes with even more force shovering your enemies with explosive fragments. Na gut, alles mehr, bum bum, alles viel besser. Verstärkter Schaden. Erhöhter Radius und erhöhter Reichweite. So, wir bleiben bei Kedok und folgen jetzt mal dem Licht. Dem Licht folgen. Hier ist nix. Licht folgen. Wechseln. Und kloppen. Yeah. Vielleicht finden wir noch mehr. Yeah. Aber mehr zum Kloppen gibt's hier gerade jetzt nicht. Schade. Vielleicht kommen wir endlich mal wieder raus. Aber wir sind so tief gegangen, wahrscheinlich kommen wir gar nicht mehr raus. Looks like one of the vats full of that silver liquid the Wargar were drinking. That vile stuff that turns them into monsters? The stuff your friend Seraphim suggested we drink? She was just pointing out the possibility. When things get bad enough, you consider every option, however unpleasant. Basic tactics. I was never much for tactics. Don't I know it. Ach je. Das ist ja schön, wir kriegen direkt wieder Besuch. Fangen wir mal an, weiter rumzuschießen. Bam! Und ja, ich krieg zu viel ab. Bam! Alles in die Luft jagen. Meine Güte, kann der weit werfen. Na? Leider nicht mehr erwischt. Okay. Anscheinend werden wir wieder in den Nahkampf geschickt. Ba, 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 ba. Oh, das hat doch erwischt. Das war vielleicht doch keine so gute Idee, in den Nahkampf zu gehen. Ah, jetzt werde ich wieder absterben. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Healing. So, da ist es auch direkt wieder angekommen. Wunderbar. Wir müssen Elara helfen. Ein ritterlicher Kavalier. Frauen müssen geschützt werden. Super stark. Super buff, super stark. Alles kaputt. Ist da ein neuer Bogen? Ah, wieso machen die alle so viel Schaden? So. So. Zerpflückt. Stirb. Alles tot. Alles muss sterben. Alles, was böse ist. Klein und unbedeutend. Böse und klein und sterblich und böse. Wieso explodiert das jetzt? Aua.
Wo zur Hölle ist Elara? Was hast du mit Elara gemacht? Wo ist sie? Was hast du mit ihr gemacht? Wo steckt sie? Elara, wo bist du? So, zerpflückt. Oh, sie kämpft gegen die Großen. Kamehameha! Und alles ist tot. Inklusive mir. Ach, immer dieser Stress hier. So, war's das jetzt? Oder muss noch weiter geklopft werden? Oh. Meine Güte. Und der arme Kettle muss hier alles durchstehen. Einfach durchkloppen. Ja, nämlich die letzte. Ah, ne, doch nicht. Wie kann ich denn nochmal helfen? So, eine Geb. Genau, eine Geb. Voll ins Gesicht und so. Helfen. Alles in die Luft springen. Uah. Mal schauen, ob das alles so reicht, wie ich mir das ausmale. Jetzt reicht es mit hin und her geballer, wa? Fight your way forward. Okay. Nö, hat immer noch nicht gereicht. Bam, einfach alles explodieren lassen. Na. Erstmal wieder Heilung holen und das Ganze. Oh, natürlich. So, was ist hier wieder für ein Klopstock? Starker Klopstock. Ja, wir haben noch die tolle verzauberte Waffe. Die ist langsam. Gut, dann nehmen wir die erstmal. Haben wir hier noch Geld, da noch Geld. Wofür wir das Geld auch immer brauchen. Ja, wir benutzen unseren Schild so gut wie gar nicht. Darum ist er noch so gut wie unversehrt. Okay, was ist denn da drüben? Das war das... Ah, die sind von hier oben runtergesprungen. Gut. Hier ist nichts mehr. Und auf der anderen Seite glänzt auch nichts. Damit kann man auch sonst nichts machen. So. Zeige den Weg. Zeige den Weg. Geld einsammeln. Och Gott. Schon über 11.000 Goldmünzen. Immer wieder so 10 Stück.